Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem Frage- und Antwort-Video, denn ich habe euch die Aufgabe gegeben, ein Snapchat-Video zu machen, in dem ihr mir eine Frage stellt und die werde ich heute in diesem Video beantworten. Ich kann zwar nicht alle beantworten, aber ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ja, I'm sorry, dass auch sehr lange jetzt kein Video kam, aber irgendwie hatte ich eine sehr, sehr, sehr doofe Phase, wo es mir nicht wirklich gut ging. Aber ich habe mich zusammengerissen und dachte mir, komm Enya, lass dir das jetzt nicht alles versauen, nur weil es dir vielleicht schlecht geht. Und das habe ich mir nicht nur selber gesagt, sondern das wurde mir auch selber gesagt. Und deswegen dachte ich mir, das hier ist mir am wichtigsten. Und ja. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und könnt mir das verzeihen. Es werden auf jeden Fall jetzt regelmäßig Videos kommen. Und ja, I'm sorry. So, ich habe jetzt schon mega viele Fragen bekommen. Und dann fangen wir direkt mal an. Und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. Also eins, du bist voll hübsch. Und ich wollte fragen, ob du jemals so eine schlimme Zeit hattest, dass du mal überlegt hast, dich umzubringen. Boah, das ist hart. Jein. Also, man muss auch verstehen, ich war jünger und man ist als Mädchen, als junges Mädchen ist man manchmal sehr dusselig im Kopf und man denkt, man hat die schlimmste Zeit ever. Also, ich hatte ja auch wirklich eine schlimme Zeit, aber ich finde, Selbstmord ist gar keine Lösung, auf gar keinen Fall. Klar, ich habe schon mal drüber nachgedacht, bin ich ehrlich jetzt. Ich weiß, das ist auch mega gestört und ich denke da ganz bestimmt nicht mehr dran nach. Also ich würde mich auf gar keinen Fall umbringen. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ja, ich habe schon mal dran gedacht. Aber falls einer von euch da draußen irgendwie Selbstmordgedanken hat, bitte, nein, bitte lasst euch helfen oder so, redet mit euren Eltern, aber denkt sowas nicht. Denkt nicht an so eine Scheiße. Das ist keine Lösung. Echt, wirklich. Ich kenn das selber, aber das ist keine Lösung. Echt. Fragen, wie alt du bist und in welcher Stadt du wohnst. Und hab dich lieb. Und ich hoffe, ich bin in deinem Video. Ciao. Ich hab dich auch lieb. ich wohne in NRW, aber ich sag meine Stadt nicht. Aber ich wohne in der Nähe von Essen. Hast du schon mal Shisha geraucht? Und wenn ja, was ist dein Lieblingstabak? Ja, ich habe schon mal Shisha geraucht. Und mein Lieblingstabak ist Candy Melon, Blaberry Muffin oder Blaberry Vanilla Cream. Und was ich früher auch mal ganz cool fand, war Cactus Lime. Das ist auch lecker. Also ich finde das immer noch lecker. Ja. Und Ice Peach oder sowas. Ja, das finde ich auch mega geil. Was ich von dem Thema Mobbing halte, also erstens, ich habe dich auch lieb und ich halte davon gar nichts. Mobbing ist einfach das Schlimmste, was einem passieren kann. Also es gibt natürlich schlimmere Dinge, aber so jetzt, ihr wisst schon, wie ich das meine, so fertig gemacht zu werden, das ist echt, das kann echt schlimm sein, das kann auch echt falsch ausgehen. Wie ich gerade schon sagte, dann denkt man wirklich an Selbstmord, was natürlich keine Lösung ist. Aber man weiß in dem Moment nicht, was man machen soll. Hat auch in dem Moment halt niemanden, der für einen da ist. Und man traut sich auch nicht darüber zu sprechen, weil man sich schämt zum Beispiel. Und ja, deswegen, also ich halte von dem Thema gar nichts. Ich finde das ganz schlimm. Ich habe eine Frage. Warum bist du so hübsch? Süß. Keine Ahnung, fragt meine Eltern. Warum soll ich? Ich kann sowas nicht beantworten. Hä? Das ist voll komisch, wenn. Nein, das geht nicht. Hallo, Enya. Ich wollte dich fragen, ob du viele Beziehungen hattest und hab dich lieb. Ich dich auch. Und du bist mega hübsch. Oha. Krass, du bist voll hübsch. Und ja, ich hatte eine richtige Beziehung. Also einen festen Freund nur. Ja. Ja. Komm. Ich mag das Thema gar nicht.
Meine Frage ist, würdest du mal die Haare schwarz färben? Oder pink oder so? Ich habe schon mal drüber nachgedacht, sehr oft, ob ich die braun färben soll, aber das mache ich ganz bestimmt nicht. Aber schwarz, ne, auf gar keinen Fall, nein. Also ich wollte schon, wenn blond bleiben. Aber was ich auch drüber nachgedacht habe, ist vielleicht Directions, aber ich traue mich nicht. Auch wenn das rausgeht, aber keine Ahnung, aber wird das wirklich wieder so blond? Keine Ahnung, ich habe voll Angst, dass ich dann irgendwie nochmal mit blond drüber färben muss und dass ich dann nicht meine richtige Haarfarbe wieder zurückbekomme. Ich weiß nicht, ich traue mich das nicht. Welchen YouTuber guckst du eigentlich am liebsten? Oder YouTuber? Mehrere? Warte, nein. Welchen YouTuber? Und wann hast du eigentlich angefangen zu tanzen, beziehungsweise wie hast du das gelernt? Also mit 3 habe ich angefangen zu tanzen und ich habe mir das eigentlich, also ich hatte das irgendwie schon im Blut, ja. Irgendwie konnte ich tanzen. So Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet eine sehr schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt fängt wieder ein neues Jahr an. Oh. Ich bin echt gespannt, wie dieses Jahr wohl wird. Ja, man sagt ja immer, dieses Jahr wird besser. Also das nächste Jahr wird besser, das nächste Jahr wird besser. Aber dabei wird es einfach wirklich nie besser. So, deswegen, ich lasse einfach alles auf mich zukommen und hoffe das Beste und das Beste für euch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!